Auf die Frage, was man an der KFI-Anlage verbessern kann, damit die besser klingt, ist die grundsätzliche Antwort von den meisten KFI-Händlern, ein DSP einzubauen. Aber was ein DSP überhaupt ist und wo es sich lohnt und was es macht, erkläre ich euch in diesem Video. Im letzten Video haben wir uns diese ganzen Sachen hier angeguckt. Subwoofer, Verstärker, Hochtöner, Tieftöner. Auf die Kiste hier sind wir noch nicht eingegangen und das ist quasi der Part von diesem Video hier. Ich packe mal den Rest weg. Das hier ist ein DSP. Was ist ein DSP und warum sieht es so komisch aus? Gucken wir uns das an. Prinzipiell ein DSP steht für Digital Sound Processor. Wo gibt es überall DSPs? Im normalen Leben haben wir DSPs in Musikabspielern, in MP3-Playern, in AV-Receivern, in HiFi-Anlagen, alles, eigentlich allen Bereichen, wo wir irgendwie mit Ton was zu tun haben, gibt es digitale Soundprozessoren. Im KHiFi-Bereich gibt es eigentlich drei Orte, wo wir einen digitalen Soundprozessor finden. Es gibt Autoradios mit digitalen Soundprozessor. Es gibt, so wie das Teil hier, separate beziehungsweise dedizierte DSPs und es gibt DSP-Verstärker, heißt, wo so ein digitaler Soundprozessor bereits in der Endstufe eingebaut ist. Grundsätzlich unterscheiden sich digitale Soundprozessoren in ihrer Ausstattung. Das erste, was man sieht und sich quasi anschauen kann, sind die Anschlüsse. Heißt, wie viele Anschlüsse und also Ein- und Ausgänge haben wir und was für eine Art von Ein- und Ausgängen. Grundsätzlich ist es so, dass wir bei einem DSP immer eine Ein- und eine Ausgangsseite haben. Wenn wir uns hier mal das Gerät anschauen, haben wir Eingänge, heißt wir haben insgesamt 4 Cinch-Eingänge, links, rechts, vorne, hinten, wie auch immer man es haben will. Was wir in der letzten Sendung schon gehört haben, wir können hier mit einem Low-Level-Signal reingehen und mit einem High-Level-Signal, das heißt, dieses Gerät ist auch gleichzeitig ein High-Low-Adapter. Auf der Ausgangsseite sehen wir insgesamt 6 Cinch-Ausgänge, bedeutet, dieses Gerät hat 4 Eingänge und 6 Ausgänge. Zusätzlich sehen wir noch weitere Anschlüsse für Fernbedienung, für einen Bluetooth-Adapter, um weitere Steuerungen anzuschließen. Es gibt auch DSPs, wo wir zusätzliche Eingänge haben in Form von optischen Eingängen, SPDIF oder Coax-Eingängen, wo dann halt das Signal nicht analog per Cinch übertragen wird, sondern als digitaler Bitstream. Ist in diesem Modell hier nicht gegeben. Da wir jetzt 4 Eingänge und 6 Ausgänge haben, heißt das Ding halt einfach geladen DSP 426. Das ist die eine Unterscheidung, die man quasi von außen sehen kann. Wir haben hier gerade schon gesehen, es gibt die Möglichkeit, einen Bluetooth-Anschluss zu machen. Es gibt auch DSPs, die halt Bluetooth oder sogar Wi-Fi bzw. WLAN schon integriert haben. Heißt, wo eine Antenne dran ist, das Ding baut einen WLAN auf und man kann mit seinem Handy sich direkt rein verbinden oder per Bluetooth direkt rein verbinden und Musik hier drauf streamen. Dann entfällt irgendwie der Sinn eines Radios, weil dann kommt die Musik direkt in den DSP, kann aber qualitätstechnisch Vorteile bringen, weil man halt einfach das komplette Radio übergeht. Heißt, wenn man halt irgendwie ein Werksradio hat, was jetzt nicht sonderlich toll akustische Eigenschaften hat, kann man einen DSP einbauen und mehr oder weniger am Radio vorbei direkt sein Handy streamen, seine Streams oder seine Musik, die man halt auf dem Handy oder auf dem Tablet hat, die direkt in diesen DSP reinschieben. Hat natürlich Vorteile. Die Funktion dieses DSPs können wir von außen nicht sehen. Es ist aber so, dass hier ein relativ leistungsstarker Prozessor verbaut ist und dieser Prozessor ist für verschiedene Sachen da. Das erste, was uns so ein DSP zur Verfügung stellt, sind Aktivweichen. Wir haben vorher in der letzten Folge gesehen, dass es Hochtöner gibt, dass es Tiefmitteltöner gibt und dass in der Regel der Hersteller eine Passivweiche mitliefert. Diese Passivweiche trennt die Frequenzen für den Tiefmitteltöner und für den Hochtöner, so wie sie es gehört. Jetzt gibt es die Möglichkeit mit einem DSP diese Passivweiche zu ersetzen durch eine Aktivweiche. Heißt, wir schmeißen die Passivweiche weg und können in dem DSP jetzt quasi sagen, okay, wann soll genau welche Frequenz getrennt werden, wie sollen die Lautsprecher getrennt werden. Heißt, wir können hier mit in einem elektronischen Soundprozessor können wir rangehen und sagen,
Der Tiefmitteltöner soll bis 2 kHz laufen und dann mit einer bestimmten Flanke getrennt werden. Und ebenso soll der Hochtöner auch mit einer Flanke bei 3 kHz anfangen und dann halt ganz normal nach oben rauslaufen. Ebenso können wir bei dem Subwoofer sagen, okay, brauchen wir einen Lowpass, brauchen wir keinen Lowpass, wollen wir, soll der bei 80 Hertz, bei 60 Hertz, bei 40 Hertz erst einsteigen und mit welcher Flanke. Dadurch haben wir natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, um die Lautsprechersysteme anzupassen. Das heißt, wir können an der Stelle deutlich einfacher auch mit unterschiedlichen Komponenten arbeiten. So wie ich hier ja auch in diesem System zwei unterschiedliche, also einen unterschiedlichen Hersteller für den Hochtöner und für den Tiefmitteltöner habe. Aber trotzdem kriegt man die jetzt mit einem DSP relativ sauber zusammen. Das ist der Vorteil daran. Weil es gibt keine Passivweiche, die halt genau diesen Hochtöner mit diesem Tiefmitteltöner zur Verbindung bringt. Gibt es einfach nicht. Und mit einem DSP können wir da jetzt, ohne irgendwie groß zu löten und Kondensatoren und Spulen zusammenzubringen und halt erstmal so eine Weiche zu entwickeln, halt einfach mal rumspielen und das richtig einstellen für unser Auto. Die zweite Funktion, die so ein DSP für uns übernimmt, ist der Equalizer. Kennen wahrscheinlich viele von euch, es gibt in jedem Auto und in jedem Autoradio ein Equalizer. In den Standardmodellen heißt es dann Hochton, Mittelton und Tiefton. Da gibt es halt drei Regler, die kann man halt irgendwie hoch und runter schieben. Wenn wir so einen Equalizer haben, sprechen wir von einem Dreiband-Equalizer, weil man hat halt drei verschiedene Bänder, Hoch-, Mittel- und Tiefton. Das ist nicht so viel. Moderne digitale Soundprozessoren können 30 oder noch viel mehr Bänder pro Kanal ermöglichen. Und ich sage jetzt schon pro Kanal, das wollte ich erst gleich drauf. Prinzipiell, wenn wir jetzt im Autoradio, im Standard-Autoradio sind und sagen, okay, mach jetzt den Mittelton höher, dann ist diese Option, die sich da auswirkt, natürlich auf alle Lautsprecher, links, rechts, überall. Das, was wir aber eigentlich wollen, ist tatsächlich ein seitengetrennter und optimalerweise ein kanalgetrennter Equalizer. Bedeutet, dass wir mit so einem DSP nicht nur generell den Ton ändern können, beziehungsweise für unser Auto anpassen können, sondern wir können pro Lautsprecher Veränderungen vornehmen. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir pro Lautsprecher 30 verschiedene Frequenzen, Frequenzspektren unterschiedlich abstimmen können, können wir uns überlegen, okay, da haben wir was zu tun, beziehungsweise da kann man ganz schön fein mit justieren. Was aber auch teilweise nötig und sehr hohe Audioqualität möglich macht. Wenn wir mit so einem Equalizer dann halt versuchen, unseren Lautsprecher zu linearisieren, dann haben wir halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Und wenn wir das halt pro Lautsprecher können, das heißt, wir können das auf dem rechten Hochtöner, auf dem linken Hochtöner, auf dem rechten Tiefmitteltöner, auf dem linken Tiefmitteltöner und natürlich auf dem Subwoofer, kommt am Ende ein Ergebnis raus, wenn man es kann, was sich durchaus hören lassen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt haben wir unsere Lautsprecher getrennt, wir haben unsere Lautsprecher linearisiert. Jetzt kommt die nächste Übung, die halt auch so ein digitaler Soundprozessor kann und den wir in einer Passivweiche leider nie hinbekommen würden. Und zwar geht es um die Laufzeitverzögerung. Wenn wir uns vorstellen, wir sitzen im Auto und in der Regel haben wir kein Formel-1-Auto, wo wir in der Mitte sitzen. Sitzen wir halt links oder rechts. Und wenn wir jetzt Musik hören, dann sind die Lautsprecher ja immer unterschiedlich weit weg. Das heißt, wenn wir uns einfach nur den Hochtöner angucken, der Hochtöner links ist deutlich näher an uns dran, der Hochtöner rechts ist deutlich weiter weg. Mit einer Laufzeitkorrektur, die so ein DSP ermöglicht, haben wir die Möglichkeit, das Signal, was an den linken Lautsprecher kommt, versetzt darzustellen. Das heißt, das Signal für den rechten Hochtöner kommt direkt, das Signal für den linken Hochtöner kommt ein paar Millisekunden verzögert. Ergebnis ist, dass beide Töne gleichzeitig an unseren Ohren ankommen und dass wir eine saubere Bühnenabbildung und ein besseren Klangerlebnis haben. Jetzt fehlt uns nur noch eine Sache, die der DSP uns liefert, und zwar die Phasenverschiebung. Grundsätzlich ist es so, dass wir im Auto sehr viele Sachen haben, die unsere Phase verschieben, die unterschiedlichen Positionen den Lautsprechern zueinander, die unterschiedlichen Trennungen, die wir fahren. Das heißt, wir haben halt sehr, sehr viele Sachen, die an der Phase spielen. Und um an der Stelle ein wenig Abhilfe zu schaffen, gibt es in jedem guten DSP auch die Möglichkeit,
zumindest die Phase um 180 Grad zu drehen. Es gibt auch DSPs, wo man die halt frei verschieben kann. Erst wenn die Phasen der einzelnen Lautsprecher richtig zueinander stehen, kriegen wir die maximale Addition in der Aktivweiche hin und dadurch haben wir einen ausgeglichenen Klang. Aber wofür das Ganze? Wir haben jetzt gelernt, okay, wir haben so ein schönes Kästchen, da kommen 6 Cinch-Ausgänge raus. Was bringt mir das? Es bringt mir natürlich das, dass wir jeden Lautsprecher separat ansteuern, jeden Lautsprecher separat einstellen mit dem Equalizer und dadurch können wir halt einfach das Maximum aus dem Lautsprecher rausholen. Wenn wir uns überlegen, wir haben eine Passivweiche, die der Hersteller mal festgelegt hat, dann hat er das vielleicht in einem Auto oder in 2 Autos getestet. Jetzt fahren wir aber Modell XY, was ja nie dafür prädestiniert wurde. Oder wir haben die Lautsprecher nicht in die Originaleinbauten gepackt, sondern halt in die A-Säulen eingespachtelt oder irgendwie was anderes gemacht, was der Hersteller gar nicht vorgesehen hat. Dann können diese Passivweichen, die wir ja mitgeliefert bekommen, gar nicht funktionieren. Und mit so einem DSP können wir tatsächlich jeden einzelnen Lautsprecher optimal ausnutzen. Ja, das heißt, wir können einfach alles rausholen, was dieser Lautsprecher zu bieten hat. Und deswegen kriegt man mit günstigen Komponenten auch wirklich gute Klangergebnisse raus. Wenn ihr euch jetzt denkt, okay, ich kaufe mir so einen DSP, baue den ein und habe einen besseren Klang, muss ich euch leider enttäuschen. Das Problem ist, wenn wir jetzt ein Standardsystem haben, heißt, ihr habt jetzt einen Zweikanal-Endstufe-Verstärker im Auto, da habt ihr euer Frontsystem mit einer Passivweiche dran, dann fehlen euch in einer Aktivausführung erstmal 2 Verstärkerausgänge. Heißt, ihr müsst jetzt, wenn ihr euch einen DSP kauft, nicht nur einen DSP kaufen, sondern eigentlich noch eine 2. Endstufe oder eure Endstufe von einer Zweikanal- auf eine Vierkanal-Endstufe wechseln. Denn in einer Aktivsystemausführung braucht jeder Lautsprecher seinen eigenen Verstärkerkanal. Ansonsten wird der ganze Spaß ja nicht funktionieren. Jetzt denkt ihr euch, okay, ich habe ein bisschen Geld gespart, ich hole mir einen DSP, ich hole mir eine Endstufe und bin glücklich. Leider immer noch nicht. Denn, so wie ich gerade auch schon erklärt habe, dieser DSP kann sehr viel, aber man muss ihm auch sagen, was er tun soll. Und an der Stelle ist es leider nicht einfach, okay, ich stelle jetzt 5 Werte ein und das funktioniert immer, sondern es ist eine relativ aufwendige Prozedur, ein DSP auf ein Auto bzw. ein DSP mit einer Endstufe mit einem Frontsystem auf ein Auto einzustellen. Das funktioniert in der Regel mit einem Messmikrofon, das heißt, man schnappt sich ein Messmikrofon, hat eine Messsoftware auf dem Rechner, analysiert die Frequenzgänge der einzelnen Lautsprecher, kann dann equalizen, kann dann Phasen verschieben, kann dann mit der Laufzeit rumspielen. Und das alles zusammen ergibt dann im Endeffekt einen ausgeglichenen Klang, einen guten Klang, der auch Spaß macht. Klar kann man sowas selber machen. Man muss sich halt einlesen, man kann sich Videos angucken, es gibt relativ viel zu tun. Das Einzige, wo ich euch warnen muss, ist, wenn ihr halt einfach so ein DSP habt, eine Endstufe habt und da jetzt einen süßen kleinen Hochtöner dran anschließt, und dieser jetzt die falschen Töne kriegt, kann der ziemlich schnell kaputt gehen. Wenn ihr da rumprobieren wollt, kein Problem. Ansonsten empfehle ich euch, vor eure Hochtöner noch einen Hochpass-Kondensator einzubauen. Der schützt euch erstmal. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, erstmal den Hochtöner nicht anzuklemmen, beziehungsweise die Endstufe nicht einzuschalten für den Hochtöner und im DSP erstmal die Einstellung für den Hochtöner safe zu setzen, heißt die Frequenz von der Aktivweiche relativ hoch zu lassen. Alternative dazu zum selber machen ist natürlich immer der HiFi-Händler. Eigentlich kann jeder HiFi-Händler in ganz Deutschland und der Welt heutzutage DSPs einmessen. Das ist Brot- und Buttergeschäft für die meisten. Klar gibt es bessere, klar gibt es schlechtere. Grundsätzlich kann man sagen, der ganze Spaß fängt bei 100 Euro an und geht bis ins Endliche. Heißt, wenn wir ein kleines System haben und nicht viele Anforderungen haben, dann geht es halt bei 100 Euro los. Wenn wir über ein 2-3-Wege-System reden mit Subwoofer und mit verschiedensten Endstufen, dann kann so ein ganzer Spaß auch mal mehrere Stunden dauern. Und wenn man tatsächlich eine Abstimmung haben will, die für Wettbewerbe reicht und für deutsche Meister oder Europameisterschaften,
dann sind da nicht Stunden, sondern dann sind da eher Tage, Wochen und Monate angesetzt. Also insgesamt ein lustiger Spaß. Das, was man immer sagen muss, man lernt sehr viel und man kann sehr viel lernen. Wenn man sich selber mit der Materie beschäftigt, hat man die Möglichkeit zu lernen, sich zu verbessern, seine eigene Anlage im Auto immer weiter nach vorne zu holen. Ja, und das ist ja irgendwie so unser Hobby, ne? Ich hoffe, euch damit geholfen zu haben. Wenn Fragen sind, kommentiert einfach. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.